Willkommen zu Folge 64 von DSA durchgeblättert. Ich bin mit den Büchern ja soweit durch. Ein neues Produkt habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Das wird irgendwann auch der Fall sein. Aber um nochmal was durchblättern zu können, habe ich diesen aventurischen Boten hier mal für euch oder für die, die ihn noch nicht kennen, rausgeholt. Ich habe ihn mittlerweile zwar abbestellt, aber das hier, also Ausgabe 157, Januar, Februar 2013, ist der neueste, den ich noch hatte. Und da kann ich ja mal ein bisschen was zeigen. Also heutzutage kostet der Bote, wenn man ihn einfach kauft, 3,90 €. Ihr könnt aber auch abonnieren, das ist dann halt, ja, ich glaube, ein ganz bisschen günstiger oder so. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, den aventurischen Boten zu abonnieren als PDF-Datei, dann kriegt ihr ihn eben nicht mehr hierher. Und es ist auch möglich, ihn als beides zusammen zu abonnieren. Das ist ein bisschen teurer halt. Ja, gut. Also es ist halt einfach so ein Heft, ne? Wie man sieht, ein bisschen Hochglanzpapier. Und an der Seite links immer so ein bisschen braun. Da steht dann einfach drauf, das Magazin zum schwarzen Auge, wie man sieht. Und das Cover ist eben immer unterschiedlich. Wer hätte es gedacht? Das ist ja ein Magazin mit wechselnden Inhalten. Und die Cover zeigen in der Regel irgendwelche, also Vorgeschmack auf irgendwelche neuen Spielhilfen, die so geplant sind. Hier war es eben für Klingentänzer, das Q11, das Buch über Kriegerakademien und, Ma und ja, Schwertgesellenschulen. Da haben sie dann das Cover hier gezeigt. Schon mal, und das hat auch mir einen guten Vorgeschmack gegeben. Ja, und wie man es aus Magazinen eben kennt, hier vorne steht eben drauf irgendwie Spielhilfe, die Romuliser Mark jetzt neu und Spielhilfe, der Lohn der Mühen, Belohnung im Rollenspiel und inneraventurische Nachrichten greifen über Gareth. Denn es gibt auch immer noch einen inneraventurischen Teil im Boten. Schlagen wir mal auf. Erstmal was Allgemeines. Liebe Leserinnen und Leser, ein Vorwort eben, wo einfach drin steht, was einen so erwartet. Mittler und ein Inhaltsverzeichnis, ein kleines. Mittlerweile haben sie, weil es eben Schicksalspfade gibt, das Tabletop-Spiel mittlerweile von DSA. Bilden sie hier immer noch kleine Figürchen dann ab, die neu sind. Ja, und dann geht es auch direkt schon los mit dem Boten. Erstmal gibt es hier so eine Spielhilfe, der Lohn der Mühen, über Belohnung im Rollenspiel. Da gibt es auch ein paar nette Abbildungen immer. Und sowas gab es zum Beispiel auch vorher noch nicht, wie man das mit Belohnung machen kann. Hier soziale Belohnung, dass man eben nicht immer nur Geld kriegt und so. Darum geht es jetzt hier mal. Ja, der Kult des verstümmelten Gottes. Das ist so eine Art, ja, fast schon so eine Art Ordensbeschreibung, die man eigentlich sich kopieren kann und in die Organisationsbücher reinpacken kann. Ja, als Spielhilfe steht hier immer als Überschrift auch die Romuliser Mark. Da das hier in bunt ist, gibt es keine grauen Kästen, sondern so gelbe Kästen oder, naja, orange Kästen. Und das ist jetzt hier wirklich eine nützliche Sache, denn es ist ja so, dass, ja, nach dem Jahr des Feuers langsam wieder alles befriedet wird und die Wildermark dann auch nicht mehr da ist. Und dann haben sie hier halt gesagt, so machen wir eine Spielhilfe zu. Und ab und zu werden solche Sachen, hier eine schöne Karte, ab und zu werden solche Sachen dann auch mal in Bücher zusammengefasst. Hierzu wird es dann was im aventurischen Jahrbuch geben, was ich mir auch gerade schon bestellt habe. Das heißt, es wird bald ankommen und ich habe dann mal wieder was zum Durchblättern über ein Buch, was ich selbst noch gar nicht kenne. Aber es gibt auch das aventurische Archiv. Da werden dann alte inneraventurische Dinge zusammengesammelt und ja, dann, wenn es viel genug sind, dann irgendwann mal im Buch abgedruckt. Jo, hier nochmal auch ein nettes Bild. Und dann kommt der inneraventurische Teil immer sehr schnell zu erkennen an dem grauen, also an dem schwarz-weißen Druck. Aber auch natürlich Hochglanzpapier. Das sind einfach Nachrichten dann, ne?
teilweise kursiv Ingame-Texte, teilweise normale Texte, aber immer aus der Sicht der jeweiligen Ingame-Redaktion. Hier eben, hier steht auch immer drüber, Aventurischer Bote, Travia 1030 nach Bosbrands Fall. Hier geht es erstmal ein bisschen um Frieden am Dapart mit einem Bild der Kaiserin Rohaya. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal gesagt, in irgendeinem Buch, wo sie zu sehen war, da ja, sah sie, das Bild sah so ein bisschen aus, als wenn sie schielt. Und hier, also das Bild ist nun wirklich mal sehr, sehr schön von ihr. Da sieht sie eben nicht aus, als wenn sie schielt. Gut. Da gibt es auch, ja gut, hier gibt es natürlich dann graue Kästen oder normale Kästen zu irgendwelchen Randnotizen oder sonstigen. Und dann kommen wir am Anfang von so einer Überschrift, also das ist hier das bosbaranische Blatt, was berichtet. Winsald Kuslik ist eben die Angabe des Ortes. Und hier berichtet wieder der aventurische Bote. Und hier berichtet die barburische Landpostille. Ja, Salamander-Nachrichten eben für die Leute, die in diesem Bund drin sind. Also in diesem Alchemistenbund drin sind. Manchmal gibt es auch ein bisschen längere Texte. Und ja, ein paar Anzeigen gibt es teilweise auch. Gibt es auch erst seit ein paar Ausgaben des aventurischen Boten, dass sie da mal so Anzeigen drin haben. Die sind, lassen sich auch mal sehr lustig lesen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem inneraventurischen Teil. Der inneraventurische Teil geht 16 Seiten mittlerweile. Das war früher nicht so. Da war der nur halb so lang, aber da haben eben einige Spieler gesagt, naja, das ist uns zu wenig. Ja, Amhas statt am Totenwasser. Das ist, das ist ein kleiner Spielort für die dunklen Zeiten, denn seit die dunklen Zeiten Box erschienen ist, gibt es ab und zu immer wieder auch Artikel im aventurischen Boten über die guten, über irgendwas aus den guten dunklen Zeiten oder aus der Geschichte an sich. Aber eigentlich immer über die dunklen Zeiten, ja. Hier gibt es dann mal wieder eine Leseprobe zu Meister der Türme. Schon Band 6 der ja, Reihe, eben die Türme von Tal'Adur. Und hier werden ein paar Sachen schon mal vorgestellt, die es noch geben wird. Einmal Sturmgeboren, das Abenteuer und das aventurische Jahrbuch, was ich mir gerade auch bestellt habe. Da werde ich dann schön drüber, also was sagen und mit euch ein bisschen durchblättern. Und die Quanions-Queste. Endlich das lang ersehnte Abenteuer zur Rückgewinnung des heiligen Lichtes. Ja, der Priorskirche. Denn ohne das können keine neuen Tempel geweiht werden. Ja, ein neuer Kanzler in der Romulisa Mark. Na gut, halt nochmal einen Kasten dazu. Und es gibt ja, da ja auch über Myranor einige Spielhilfen schon erschienen sind, gibt es immer noch was Kleines über Myranor. Hier, Kühlbluthafen, eine Beschreibung der Chaldinger Stadt. Und danach kommen noch am Ende immer Meisterinformationen zu den Artikeln des aventurischen Boten 157, also dieses Boten, dieser Botenausgabe. Und ja, immer am Ende eben, damit die Spieler das nicht unbedingt zwischendurch lesen. Und zu den wichtigsten, größten Artikeln oder da, wo es einfach wichtig ist, gibt es eben diese Angaben. Und ganz am Ende noch eine Chronologie der Ereignisse hier von Paraine 1035 bis Frühjahr 1036. Und manchmal gibt es hier auch so kleine Kästen, wo nochmal gesagt wird, oh, da haben wir jemanden vergessen, der da ein Bild gezeichnet hat und den haben wir gar nicht erwähnt letztes Mal im aventurischen Boten und oder in irgendeinem Buch. Und hier entschuldigen wir uns und sagen das nochmal. Ja, und die allerletzte Seite, wer hätte es gedacht, Kontaktadressen und sowas zum Ausschneiden hier, zum Ausfüllen. Könnt ihr natürlich auch alles im Internet machen. Eine Abo-Bestellung für den aventurischen Boten. Auch sehr schön. Ja, wobei ich überlege mittlerweile, ob ich mir das nicht einfach als PDF-Datei bestelle. Ich kann euch die Preise hier auch nochmal nennen, wenn ich es finde.
Wenn ihr einfach für ein Jahr den aventurischen Boten bestellt, kostet euch das im Jahr 19,90 €. Im Ausland wären es 23,50 €. Wenn ihr das als PDF-Datei für ein Jahr, also immer 6 Ausgaben, der aventurische Bote erscheint ja immer alle 2 Monate, bestellt, dann kostet euch das als PDF-Ausgabe nur 14,90 €. Und wenn ihr beides zusammen wollt, dann würde es 25,90 € kosten. Im Ausland 29,50 €. Ja, da könnt ihr dann einfach sagen, das möchte ich machen und fertig. Ich glaube, für 15 € im Jahr werde ich das sogar mal machen. Und dann einfach mir das ausdrucken, was ich wichtig finde. Ja, am Ende gibt es nochmal ein bisschen Werbung auf der Rückseite. Hier jetzt zu Quanions-Queste und zum Praios Vademecum. Das habe ich mir auch schon vorbestellt. Das werde ich dann irgendwann auch mit euch mal durchgehen. Und ich meine, dieses Cover ist nun wirklich, also von dem Buch dann, ist dann wirklich schön. Jo, zum Vergleich, damit ihr mir das auch glaubt, der aventurische Bote Nummer 154. Das hier ist der letzte aventurische Bote, der noch 8 Seiten nur hatte. Hier Schicksalspfade immer noch ein bisschen was zu Al-Anfa, weil da hat sich einiges geändert. Deswegen gibt es dazu eine Spielhilfe, wird aber auch dann drin sein in dem aventurischen Jahrbuch. Hier was zu einem Gebäude, Kloster der Nujona. Diese Sachen, also die um den aventurischen Ingame-Teil drumherum drapiert sind, die haben natürlich abgenommen jetzt in dem neuen aventurischen Botensystem, wo 16 Seiten hier in aventurischen Teil sind. Denn hier 3, 5, 7, 8. Hier gibt es nur 8 Seiten. Also ich für meinen Teil fand das besser. Mich hat die aventurische aktuelle Geschichte zwar schon so ein bisschen interessiert, ich habe ja auch die meisten DSA-Bücher schon durchgelesen, aber 16 Seiten sind mir echt zu viel. Also ich will lieber noch Sachen erfahren, die drumherum so passieren. Und es gab echt nette Spielhilfen. Und die sind jetzt eben ein bisschen seltener geworden. Da gibt es eben weniger einfach. Okay, der Archetyp, die Hofdame. Ja, ist okay, muss ich nicht unbedingt haben, aber ist doch schon mal was Nettes. Ja, hier Kürblut, Hafenkampagne, Myranor. Ich habe wieder Schluck auf, Entschuldigung. Schicksalspfade, da wird dann endlich mal einiges drüber gesagt. Paar empfohlene Dinger hier. Und ich glaube, es ist auch nur eine Frage der Zeit. Also hier seht ihr ich glaube, das erste Uturia-Abenteuer an fremden Gestaden. Und es gibt ja hier, wie wir gesehen haben, oben ein bisschen Überschriften. Hier sind jetzt Schicksalspfade, aber hier Myranor. Und wenn erstmal die ersten echten Sachen rausgekommen sind zu Uturia oder die erste normale Spielhilfe, die nicht noch in einem Abenteuer drin integriert ist, wie es im Moment noch ist, dann wird es bestimmt auch eine Überschrift geben noch zu Uturia. Immer so eine Seite oder so. Und es gibt ab und zu auch mal, wie man rechts sieht, was zu Conventions. Hier jetzt die Redcon. Ja. Und auf der Rückseite gibt es nicht immer nur Sachen zu DSA, sondern so eine Art Sponsor dann auch, der glaube ich nötig ist dafür, für das Magazin. Ja, zu Paintball eben, ne? Und als letztes noch habe ich nur durch Zufall gekriegt einen alten aventurischen Boten. Den habe ich mal gekriegt, da ich irgendetwas bestellt habe, also irgendetwas gekauft habe bei einem Anbieter, bei einem Privatanbieter, und der hat mir dann netterweise diesen aventurischen Boten dazu noch geschickt, den Nummer 118, 2,50 € von 2006 noch. Und wie ihr seht, er ist komplett in Schwarz-Weiß. Also damals war das echt noch ein bisschen älter. Da wurde noch gesagt, oh, hier im Jahr 1029, der Sternregen über dem Svelte. Also 1029, das ist jetzt mittlerweile 7 inneraventurische Jahre her. Und da gibt es hier die großen Überschriften, Sveltal, Torval, aus den Kirchen, echt noch graue Kästen. Und
ähnlich aufgebaut wie früher. Der innerventrische Teil, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange der ist. Auf jeden Fall interner, wie man hier bestellen kann, klar. Sehr schön. Also, dass ich davon einen einzigen habe, das finde ich irgendwie lustig. Das werde ich auch behalten. Obwohl, hier ist schon eine Hochglanzseite dabei oder sogar mehrere. Weil hier nämlich Werbung drin ist. Zum Amalion-Journal und zu irgendeinem Brettspiel, was es damals wohl gab und vielleicht gibt es auch heute noch. Und hier mit irgendwelchen alten Handys noch Browser-Games. Ist natürlich heute alles mit Smartphones viel, viel schöner. Und eine Empfehlung zur Spielhilfe aus Licht und Traum. Auch sehr schön. Oder Sturmschnellen, goldene Ketten, Abenteuer. Ja, Kurzszenario gab es hier früher auch schon drin. Die Travia-Markt zu Romulus. Ja. Gut. Habe ich auch manchmal was mit Gelb irgendwie angestrichen, was doch nochmal irgendwie heutzutage auch wichtig ist. Tja. Das gab es eben früher auch schon. Ja. Gut. Ja, das sind so die drei Arten eigentlich so ein bisschen von dem ganzen Botenzeug. Und in der nächsten Folge wird es dann, wenn ich es dann habe, um das aventurische Jahrbuch gehen. Und ich sage nochmal ein bisschen was ganz kurz zum Ende meiner Reihe. Also die Reihe ist offiziell zu Ende hier mit dem aventurischen Boten, den ich hier vorgestellt habe. Aber es wird natürlich immer noch weitergehen, sobald ich irgendwas Neues habe. Also die rote Reihe, die blaue Reihe, die grüne Reihe, wenn es da mal was Neues gibt, eine neue Box und solche Sachen. Also ich werde mir eigentlich alles Mögliche so bestellen, was es noch so Neues geben wird. Außer Abenteuer oder sowas, macht ja hier keinen Sinn vorzustellen, Romane ja auch nicht. Und werde sie dann, auch wenn ich sie dann irgendwie doof finde und zurückschicke, werde ich sie natürlich trotzdem mit euch durchgehen, das ausnutzen, dass ich sie einmal kurz hatte, diese neuen Sachen. Und genauso ist es jetzt eben auch mit dem aventurischen Jahrbuch. Da werde ich das einmal mit euch durchgehen. Ob ich es behalten werde, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall werde ich es ausnutzen, eben hier für die Kamera. Also wird es in Zukunft immer mal wieder ein Video geben, was dazu kommt. Und wenn ich Lust habe, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, werde ich diese Videos, wo ich nur hier so einen Zettel hingelegt hatte und was drüber gesagt habe über das Buch, weil ich es eben nicht mehr hatte, aber trotzdem gemacht habe, damit die Reihe vollständig ist, würde ich im Laufe der Zeit, glaube ich, auch nochmal so ein Buch bestellen und dann also ein Video, wo nur so ein Zettel liegt, halt ersetzen durch das richtige Durchblättern und dann das Buch eben wieder zurückschicken und naja gut, die kleinen Retourkosten von 3 Euro dann auf mich nehmen, das wäre es mir dann in dem Fall wert. Ja. Na gut, soviel dann erstmal dazu. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video zum aventurischen Jahrbuch wieder. Dann danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Ja, gut.